Es ist mal wieder an der Zeit, auf den aktuellen Bundestrend zu blicken und dieses Mal interessieren wir uns für den Zeitraum vom 22. bis zum 31. August. Und da können wir sehen, dass 5 Umfrageergebnisse für dieses Video von Bedeutung sind. Eines stammt von Allensbach, eines von Kantar, eines von der Wahlkreisprognose und die neuesten Umfrageergebnisse stammen von INSA und Forsa. Wenn wir zunächst mal auf Rang 1 blicken, dann hat sich da nichts getan im Vergleich zum letzten Video. Da haben wir ja den Zeitraum vom 17. bis zum 26. Juli betrachtet. Die Union liegt nach wie vor vorne, im Schnitt sind das 26,5%. Und wenn wir uns die Ergebnisse im Detail anschauen, dann sehen wir in der Regel so Werte um 26% herum. 25 sind es bei der Wahlkreisprognose, 26,5% sind es bei INSA. Der besonders positive Ausreißer für die Union ist hier am Ende dieser Liste zu sehen. Bei Allensbach sind es nämlich 29% für die Union. Und es ist auch genau diese Umfrage bzw. dieses Umfrageergebnis, bei dem die Union den größten Vorsprung auf Rang 2 hat. Also sie hat ja nicht nur den besten Wert von diesen 5 Umfrageergebnissen, sondern auch den größten Vorsprung auf Rang 2. Es sind nämlich 10 Prozentpunkte auf AfD und SPD, die sich bei Allensbach Rang 2 teilen. Ansonsten sehen wir die AfD ja immer auf Rang 2 und die Vorsprünge bzw. der Vorsprung der Union variiert da zwischen 3 Prozentpunkte bei der Wahlkreisprognose, da ist es am engsten, und 6 Prozentpunkte bei Kantar, da ist es von diesen 4 Umfrageergebnissen hier oben der größte Vorsprung. Alles in allem kann man sagen, dass die Union aktuell also doch klar auf Rang 1 liegt. Das Schnittergebnis von 26,5% zeigt auch an, dass die Union ein bisschen besser ist als bei der letzten Bundestagswahl, aber diese 26,5% sind ja doch ziemlich wenig für Unionsverhältnisse und dürften sie eigentlich nicht zufriedenstellen. Gehen wir mal weiter zu Rang 2, da liegt die AfD eigentlich immer alleine auf Rang 2, nur bei Allensbach ist es so, dass sich die AfD mit der SPD den zweiten Rang teilt. Es ist auch genau dieses Umfrageergebnis, bei dem die AfD den schwächsten Wert eingefahren hat mit 19%. Die SPD hat da nämlich auch 19%, man liegt gleich auf. Ansonsten sehen wir bei der AfD immer Ergebnisse von 20% oder mehr. Im besten Fall sind es 22% bei der Wahlkreisprognose und da habe ich es ja eben schon gesagt, da ist auch der Rückstand auf Rang 1 am kleinsten, 3 Prozentpunkte sind es da. Und ja, der größte Rückstand auf Rang 1 liegt bei Allensbach vor mit 10 Prozentpunkten. Spannend ist natürlich der Blick nach hinten. Wie sicher ist Rang 2 bzw. wie gefährdet ist er? Wenn wir uns die Vorsprünge auf die SPD anschauen, dann sehen wir bei Forsa 4 Prozentpunkte, bei INSA 3 Prozentpunkte, 1,5 Prozentpunkte bei der Wahlkreisprognose und 2 Prozentpunkte bei Kantar. Also wenn wir mal Allensbach ein bisschen einklammern, dann ist es so, dass die AfD momentan mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auf Rang 2 kommen würde. Im Schnitt sehen wir 20,6% und damit einen doppelt so großen Wert wie bei der letzten Bundestagswahl. Ja, die SPD, mal abgesehen vom Allensbach-Ergebnis, liegt durchgängig auf Rang 3. 17% sind es im schlechtesten Fall. Einmal gibt es über 20%, das ist bei der Wahlkreisprognose der Fall, da sind 20,5%. Insgesamt steht die SPD aber doch deutlich schlechter da als bei der letzten Bundestagswahl und muss sich sehr wahrscheinlich aktuell zumindest mit Rang 3 begnügen. Hinter der SPD sehen wir einen der Koalitionspartner der Ampelkoalition, nämlich die Grünen. Die haben Werte von um 14%, im Schnitt sind es 13,9%. Im schlechtesten Fall sehen wir hier 13% bei der Wahlkreisprognose, im besten Fall sehen wir 14,5% bei INSA. Die Ergebnisse liegen nicht so weit entfernt vom letzten Bundestagswahlergebnis, aber sie sind trotzdem für die Grünen enttäuschend. Lag man doch vor ein paar Monaten noch deutlich besser und hatte eigentlich ein Plus stehen im Vergleich zur letzten Bundestagswahl und mittlerweile steht da ja ein tatsächliches Minus. Ja, und dann kommen wir mal zur FDP, die ist ja der dritte Koalitionspartner in der Regierung, die hat fast immer 7% erhalten, nur bei der Wahlkreisprognose sind 7,5%, im Schnitt macht das 7,1%. Ja, und spannend wird es bei der Linken, 4 bis 5% sehen wir hier, es könnte also tatsächlich sein, dass die Linke es nicht schafft, in den Bundestag einzuziehen. Die Mehrheit der Umfrageergebnisse hier sieht das auch so. Das heißt, aktuell sieht es eher so aus, als würde die Linke aus dem Bundestag rausfliegen, anstatt drinne zu bleiben. Aber es ist eine enge Kiste. Wir werden nachher auch wieder einen Fall betrachten mit einem Einzug der Linken in den Bundestag. Und die sonstigen Parteien liegen so zwischen 7 und 11%. Die Spannweite ist doch relativ groß. Aber bis auf den SSW, den Südschleswigischen Wählerverband, hat wohl keine Partei Chancen auf Sitze, so wie es aktuell aussieht im Bundestag. Ja, schauen wir mal auf die Gewinne und die Verluste im Vergleich zur letzten Bundestagswahl. Die AfD verdoppelt sich und hat auch das größte Plus hier stehen mit plus 10,3%. Ansonsten sehen wir nur noch einen spürbaren positiven Balken bei der Union, plus 2,4%. Und die sonstigen, die halten mehr oder weniger zurzeit das Niveau. Das Niveau halten tun ja zumindest von den Verlusten her ja irgendwie auch die Linken, aber naja, mit diesen minus 0,4% geht es für sie eben in die falsche Richtung, um im Bundestag drinnen zu bleiben. Die Grünen verlieren 0,9% und ja, deutliche und große Verlustbalken sehen wir bei der FDP, minus 4,4%
und bei der SPD minus 7,2 Prozentpunkte. Und ja, summa summarum verliert die aktuelle Regierung 12,5 Prozentpunkte im Vergleich zur letzten Bundestagswahl. Ja, und jetzt schauen wir mal auf die Gewinne und die Verluste im Vergleich zum letzten Video. Da haben wir ja auf den Zeitraum vom 17. bis zum 26. Juli geschaut. Da hat sich gar nicht so gravierend viel verändert und getan. Die AfD hat mit 0,5 Prozentpunkten das meiste dazu gewonnen. Die SPD folgt knapp dahinter mit plus 0,4 Prozentpunkten. FDP, Linke und Sonstige liegen irgendwo bei plus minus 0,2 Prozentpunkten. Das können wir hier alles ablesen. Und die größten Verluste liegen bei Grünen und Union vor, minus 0,4 Prozentpunkte. Aber das sind allesamt Werte, die nicht so gravierend groß sind tatsächlich. Ja, schauen wir jetzt mal auf die Sitzverteilungsprognosen und die Koalitionsoptionen. Es gibt 630 Sitze im Deutschen Bundestag nach der Wahlrechtsreform. 316 braucht man also zur absoluten Mehrheit. Die SPD kommt zurzeit auf 134 Sitze, die Grünen noch knapp dreistellig auf 101 Sitze. Der Südschleswigsche Wählerverband bekommt nach wie vor von mir einen Sitz zugesprochen. Die FDP kommt auf 52 Sitze, die Union auf 192 und die AfD auf 150 Sitze. Und wenn wir uns jetzt die Koalitionsoptionen anschauen, dann sind zwei Grün hinterlegt. Entweder die frühere Große Koalition, die ja jetzt nicht mehr so genannt werden könnte, aufgrund des Wahlergebnisses, also Union und SPD, könnten zusammengehen. Das ist eine knappe absolute Mehrheit, also es würde aktuell zumindest knapp reichen. Oder aber die Union könnte mit FDP und Grünen zusammengehen und dann hätte man eine Jamaika-Koalition, die hat auf jeden Fall eine absolute Mehrheit. Allerdings, Grüne und FDP in der Regierung zu haben, ist ja, wie wir wissen, nicht ganz so einfach. Aber sollte es eben für zum Beispiel Schwarz-Rot nicht reichen, dann wäre zum Beispiel Jamaika eine Option oder eben ein Dreierbündnis aus Union, SPD und dann entweder Grünen oder FDP. Das ginge natürlich auch. Ja, also das sind die beiden Varianten, die momentan grün markiert sind. In beiden Fällen würde die Union den Kanzler stellen. Die SPD hat aktuell keine Chance, den Kanzler weiterhin zu stellen. Das heißt, Olaf Scholz würde, wenn jetzt gewählt werden würde, sein Amt nicht verteidigen können. Sollte die Linke es doch auf 5% schaffen, dann ist es so, dass Union und SPD keine absolute Mehrheit mehr hätten. 309 Sitze sind dann 7 Sitze zu wenig, also es würde knapp nicht reichen. Und demzufolge brauchen wir ein Dreierbündnis für die Regierung. Und ja, da könnte dann die Union wählen, ob sie ein Jamaika-Bündnis eingehen würde oder eben eine Deutschland-Koalition mit SPD und FDP eingehen würde oder die Kenia-Koalition mit SPD und Grünen bevorzugen würde. Aber ein Dreierbündnis müsste es sein. Ich behandle jetzt mal CDU und CSU eben als eine Partei. Demzufolge braucht man hier also ein Dreierbündnis. Ja, und für Rot-Rot-Grün reicht es bei Weitem nicht. Das heißt, die SPD hätte mit dem Einzug der Linken keine Chance, die Kanzlerschaft zu verteidigen. Das heißt, egal ob die Linke im Bundestag vertreten ist oder eben nicht, für Olaf Scholz würde es aktuell nicht reichen, die Kanzlerschaft zu verteidigen. Und die Union würde die Kanzlerschaft übernehmen. Das ist der aktuelle Stand der Dinge und das soll es zu diesem Video gewesen sein.